Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Es ist offiziell, Williams wird bis einschließlich 2025 mit Mercedes Motoren fahren. Man habe den bis 2020 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. In der Vergangenheit gab es ja Gerüchte, dass Williams angeblich wieder mit Renault Motoren fahren würde, was Teamchefin Claire Williams klar verneinte. Der Deal umfasst den Motor inklusive dem Hybridsystem, aber nicht das Getriebe, welches das britische Traditionsteam weiterhin selber bauen möchte. Zu ihren gemeinsamen Erfolgen zählen zweimal Platz 3 in der Konstrukteurs-WM in den Jahren 2014 und 2015. Gestern tagte die Strategiegruppe in Genf, um über Themen zu diskutieren. John Todts Idee, das Nachtanken wieder einzuführen, um das Fahrzeuggewicht zu senken, wurde abgelehnt. Auch abgelehnt wurden zwei Pflichtboxenstops pro Fahrer in einem Rennen. Hintergrund dieser Idee war das Einsetzen von allen drei Reifentypen. Was dagegen nicht abgelehnt wurde und noch diskutiert wird, sind sogenannte Infowings, also Flügel auf der Airbox mit LED-Panels an jeder Seite, um Informationen an den Zuschauer zu übermitteln. 2014 hatte Force India dieses Konzept mal getestet. Kommen wir zu Mikes Meinung. Freut mich für Williams, dass sie weiterhin Mercedes als Motorenpartner haben. Wenn jetzt noch Punkte eingefahren werden, wäre das wunderbar. Aber man sieht ja so langsam aber sicher bessere Ergebnisse von den Briten. Schade, dass das Nachtanken abgelehnt wurde, denn einige Fahrer hatten sich dafür eingesetzt. Ich finde die Idee mit dem Infoflügel gar nicht mal so übel. Jedenfalls besser als die sogenannten Infofelgen, denn die Idee war ja absolut daneben. Und nun ab zum Community-Kommentar. Simon M. hat folgenden Kommentar unter mein Haas-Video geschrieben. Das wird lustig, wenn er Höck zu Haas geht. Er und Magnussen? Dann braucht Günther Steiner wirklich einen Psychiater. Da kann ich dich schon mal beruhigen. Ein Besuch des Südtirolers beim Seelenklempner ist nicht notwendig, da Hülkenberg kein Problem mit Magnussen hat und andersrum genauso wenig. Hülkenberg sagte in den Medien, dass der Däne, Zitat, ein geiler Typ ist, und der Däne sagte auch, dass er kein Problem mit Nico habe. Also, alles cool. Okay, Ungarn 2017 war ja der Zusammenstoß der beiden Fahrer, aber das ist Vergangenheit und Nico erwähnte auch, dass ihn das Thema nur noch nervt. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns entweder im nächsten Video oder um 19 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.